Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmatis 2, die Nebel von Ravenwood. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Warte einmal ganz kurz bei den Kühlschrank sehen. Und ja, während ich im Hintergrund gerade Tales of Arise rendere, habe ich mir gedacht, komm, bevor du dich jetzt wieder in Herr der Ringe stürzt und wieder alles andere vergisst, nehmen wir vorher noch mal ein bisschen auf, das, was so möglich ist hier gerade. Und ja, hier ist einfach nur immer noch der Keller des Grauens. Wobei ich hier gerade immer noch gucke, ob hier irgendwas gibt, was verschwindet und wiederkommt. Diese Objekte, ne? Weil hier ist ja echt nichts. Gut, wir haben halt hier mit dem schon geredet. Da hatten wir halt auch schon alles. Hier kommen wir hier halt wieder zurück. Sie weiß gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Machen wir mal hier weiter. Da geht es darunter. dieser Bär hielt etwas in seinen Händen und er hat eine seltsame Markierung. Damit nicht. Warte mal. Doch, warte. Hier. Okay, schickt den Fisch durch den Bären, durch die Bärenkehle. Verschiebe die anderen Tiere um und macht den Weg frei. Die Pfeile zeigen an, wie die Kacheln ziehen können. Warte mal. Okay, warte mal. Das müsste eigentlich schon richtig gewesen sein. Geht so nicht. So. Oh nö, noch eins. So. Das Köpfchen ja so halb, ne? Jetzt haben wir da noch so eine so ein Medaillending, was wir nutzen können. Na, ist immer noch der kleine Spalt. Aber damit geht's nicht. Ein Münzschlitz. Eine Münze haben wir noch nicht. Okay. Ah, hier. Aber wir müssen da ja einmal wieder das Memory-Ding machen.
Das geht ja Schlag auf Schlag. Kranschlüssel. Den haben wir zum schon mal. Ein Ventil, aber ein Teilstück fehlt. Damit kriege ich das Ding schon mal auf. Ein Schuss ins Schlauchfeld. Okay. Okay, auch gerade noch mal nach irgendwelchen Objekten, die verschwinden oder auftauchen. Tut aber nichts. Warte mal, kann ich jetzt hier mit dem Ding? Ja. Wenn es vorher nicht ging, man weiß es nicht. Jetzt haben wir zumindest einen Gummischlauch. Mit dem Gummi? Nein, nicht hier rein. Krieg ich dazu schon mal ran. Okay. Dann einmal hier hoch. Das einmal raus. Und tschüss. Das nehmen wir auch einmal mit. Und das Ding läuft jetzt. Yep, in der Tat. Ja. Wir Baumstämme an, bewege sie und wirf sie dann in den Fluss. Okay, warte mal. Okay. Ja, gut, okay.
Und jetzt das Ganze nochmal von vorne. Ach du Scheiße. So. Ich krieg ja die beiden hier nicht auseinander. Egal was ich mache, ich krieg die beiden nicht auseinander. Gott, reicht das? Ja, danke. Ja, Anführer, oh Gott. Da ist eines. 17:30. Hier ist auch nochmal eins. Verbringen Sie einen Familientag im Ravenwood Park. Lernen Sie Dinge über die Arbeit, die Kultur und die Kunst der Holzfäller in freundlichen Camp-Atmosphäre. Natürlich. Nehmen Sie an spannenden Spielen teil. Befestige den Baumstamm, Wäsche, Wettrennen und vieles mehr. Besuchen Sie den Ravenwood Park mit der ganzen Familie. Sehen Sie die Mammutbombe wie nie zuvor. Okay. Die Sicht ist völlig verschwommen. Natürlich ist sie das. Ich starre auch weiter noch hier drauf. Wir haben jetzt 18:30. Das ist ein Adlersymbol. Rahmensymbol. Adler ist es ja nicht. Dann ein gewöhnliches Schloss. Okay. Darling. Das Ding einmal. Ja gut, da komme ich halt nur mit dem Symbol ran. Mit dem zweiten Werkzeug. Aber wo denn? Oder muss ich einmal ganz kurz hier was reinlegen? In reward, Asmodai granted his worshippers unnatural skills by casting part of his own life force into their hearts. He gave them strength, power, and above all, the gift of immortality. Okay. Kriegen da leider nichts für. Wäre jetzt so meine Vermutung gewesen, dass wir da was für kriegen. Okay, auf jeden Fall ist noch hier hinten. Gehe aber mal von aus hier runter. So. Noch weiter zurück. Schauen wir uns hier einfach erstmal wieder um. Warte mal, hier.
Tada! Nimm das Labyrinth und führe die Kugeln so in die passenden Öffnungen am unteren Rand. Hier durch und hier durch. Und noch eins von diesen Dingern. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir ja jetzt was. The tragedy of the world of old went on. Village after village fell victim to the wrath of Asmodai and his dreadful minions. In fear of the hellish horde, terrified and defenseless people prayed to God for help. And it came to pass that the Lord heard their call and sent down the mighty Archangel Raphael to stand against the powerful evil. Okay, wir kriegen immer noch nichts hier. Gut, dann werde ich, werden wir beim nächsten Mal mal gucken, wo wir was finden, womit wir weiterkommen. Und bis dahin, ciao! It's been 2 years since the events of Maple Creek. And I'm still on the hunt for the creature. So far, he stayed one step ahead. But I have a lead.